Sagst du mir Bescheid? Offen läuft. Alles klar, super. Dann herzlich willkommen zur vorletzten Veranstaltung von DevOps Technologies. Und wie unschwer zu erkennen ist, geht es heute um Chaos Engineering hier in der Vorlesung. Ganz kurz, ich bin nicht Sepp, das hat der ein oder andere schon festgestellt. Mein Name ist Manuel Wickert, ich komme vom Fraunhofer IEE. Hier in Kassel. Wir sind ein Forschungsinstitut zum Thema erneuerbare Energien, heißen Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Genau, machen alles rund um Transformation von Energiesystemen mit 450 Mitarbeitenden, ungefähr Jahresbudget bei 28 Millionen und da steht auch unsere Leitung. Das ist alles ganz spannend. Und wo komme ich her? Ich bin Abteilungsleiter für die Abteilung Energieinformatik und Informationssysteme. Wir bauen im Prinzip Softwaresysteme für kritische Infrastruktur, sind da am Forschen zu diesen Softwaresystemen, betreiben die auch teilweise mit Kunden zusammen. Da geht es einerseits um Monitoring, Aggregation, Steuerung von Anlagen, insbesondere Wind, Photovoltaik, aber auch Wasserstofferzeugung jetzt neuerdings viel, also was so Thema wird. Genau, Biogas, Speicher, alles Mögliche. Dann haben wir ein Thema, was so um optimierte Fahrpläne und auch automatisierten Handel mit künstlicher Intelligenz geht. Geht es viel um Datenanalyse und automatisierte Entscheidungen. Genau, aber auch mathematische Modelle zum Lösen von Gleichungssystemen. Und wir sind Teil der Abteilung, die sich mit dem Thema Prognosesysteme für Wind, Photovoltaik und Biomasse auch auf Basis von KI-Modellen beschäftigen. Die dann operativ genutzt werden, um für Netze oder für einzelne Handel, in dem Handel quasi genutzt werden, um zukünftige Erzeugung, die nächsten Tagen, die nächsten Stunden dieser Größen vorauszusagen. Und all das ist halt Teil der kritischen Infrastruktur. Unser Thema insgesamt ist halt Digitalisierung von Energiesystemen und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns jetzt hier so ein bisschen mit dem Thema Chaos Engineering oder dem Thema Testen beschäftigen, weil es ganz wichtig ist bei uns immer, dass diese Sachen alle sehr zuverlässig laufen und das Thema kritische Infrastruktur ist ja in letzter Zeit immer stärker in aller Munde. Um so ein bisschen in das Thema einzuleiten, habe ich so einen relativ aktuellen Beitrag nochmal mitgebracht. Gab es im Februar diesen Jahres so ein Thema, da waren auf einmal relativ instantan 6000 Windenergieanlagen nicht mehr erreichbar über Kommunikationsnetze. Das heißt nicht, dass die nicht mehr gelaufen sind, aber man wusste nicht mehr, ob sie laufen oder nicht. Man wusste auch nicht, was mit denen genau ist. Man wusste nur, man kann sie quasi über ein Kommunikationsnetz nicht mehr erreichen. Man kann nicht mehr sehen, was sie gerade für Energie erzeugen oder ob Anlagen vielleicht in Wartung sind. Das Ganze betraf ungefähr 11 Gigawatt installierte Leistung. Von der installierten Leistung her ist vergleichbar mit irgendwie sowas wie 11 Atomkraftwerken oder sowas. Nur so, um die Größenordnung mal klar zu machen. Allerdings ist die erzeugte Energie natürlich kleiner, weil die Anlagen nicht die ganze Zeit auf Dauer, also auf Höchstleistung laufen. Die Störung kam bei Enercon, ist so ein bisschen durch die Presse gegangen und als man dann so ein bisschen näher geguckt hat, hat man gemerkt, eigentlich hat Enercon keine Störung, sondern das dahinterliegende Kommunikationssystem. Und zwar ging es darum, dass diese Anlagen oftmals aus historischen Gründen, weil sie per Mobilfunk nicht erreichbar waren, über Satelliteninternet angebunden waren und dieses KASAT-Satelliteninternet ist ausgefallen. Grund dafür war der zeitgleich stattfindende Angriff der Ukraine. Und hier ist anscheinend ein Cyber-Attacke auf das Satellitensystem gleichzeitig stattgefunden. Und hier sieht man mal wieder, dass verschiedene Systeme miteinander sehr gut oder so weit interagieren, dass man auf der einen Seite zwar sagt, ja, aber unser System läuft ja eigentlich, aber es nützt einem nichts, weil man dann doch 6000 Anlagen nicht erreichen kann. Das heißt, dass man hier auf diese Komplexität eines relativ groß verteilten Systems sieht man schon, wo man alles drauf achten muss und dass halt nicht nur Software, sondern vielleicht auch Infrastruktur einfach ein Thema ist, was halt gewisse Anforderungen aus Versicherheit und so weiter haben. Genau, das vielleicht so ein bisschen als aktuelles Beispiel zu dem Thema.
Und jetzt wollen wir in das Thema starten. Endspurt habe ich das mal genannt, letzten beiden Vorlesungen. Heute gehen wir so ein bisschen theoretisch darauf ein, was ist eigentlich Chaos Engineering, wofür wird das gemacht, wie unterscheidet sich das vom Testing und wie geht man da vor, also welche Schritte macht man. Und in der letzten Veranstaltung zeige ich ein paar Beispiele, wie wir das praktisch mit dem Kubernetes-System, was hier in der Vorlesung aufgesetzt wurde, und mit dem Anwendungsbeispiel, wie wir hier quasi das Ganze einsetzen können, und würde ein paar Beispiele durchgehen, was man damit machen kann. Genau. Das heißt, heute so ein bisschen Motivation. Dann die Frage ist, woher kommt Chaos Engineering? Wer hat es erfunden? Dann, was ist es genau und wie geht man vor oder wie kann man vorgehen? Ist kein, wie so vieles in der Softwaretechnik, ist es kein Vorgehen, was man immer genau so macht, sondern es ist jetzt hier eine Möglichkeit, wie man es machen kann, ein klarer Weg, den man hier beschreiten kann, aber es gibt natürlich immer andere Wege, auch das zu tun. So ein bisschen die Quellen zu den beiden Blöcken, die ich jetzt genommen habe. Es gibt zwei Bücher von O'Reilly zum Thema Chaos Engineering. Das eine von J.C. Rosenthal und Nora Jones. Die kommen eher aus dem Netflix-Kontext. Die beschreiben so ein bisschen auch die Geschichte, wie Chaos Engineering entstanden ist bei Netflix, und zeigen so ein bisschen, wie sie es rausgebracht haben. Und das zweite von Russ Miles, der dann mal eine Firma gegründet hat zum Thema Chaos Engineering, der so ein Stück weit die Vorgehensweise im Chaos Engineering beschreibt. Das letzte Buch, da habe ich eigentlich recht wenig in dem Vorlesungsblock zu drin, ist aber auch nochmal ganz interessant, weil da geht es eigentlich so ein bisschen darum, wie man Software Production Ready bekommt und resiliente Pattern einsetzt, um Software sozusagen resilient in der Praxis zu bekommen. Außerdem habe ich hier noch so zwei Blogposts oder zwei Seiten drin, wo man so ein bisschen im Prinzip da Informationen zu dem Thema Chaos Engineering bekommt. Vielleicht so ein bisschen zur Motivation, was so ganz früher, auch wo ich immer angefangen habe, selber zu entwickeln. Am Anfang war immer so das Thema, wir haben hier irgendwie so einen Softwareentwickler, der hat seine Software, der programmiert die irgendwie, dann ist die irgendwann fertig. Und wir haben einen Admin, der betreibt irgendwie das System. Und wenn der Softwareentwickler sein System gebaut hat, dann ist alles super für den, dann schmeißt er das einmal über so einen Zaun und der Admin, der muss die dann betreiben. Das ist so ein bisschen so die, alte Welt, wenn man so sagen will. Das ist so die Idee, wie man im Prinzip lange Zeit vorgegangen ist. Und die Idee bei DevOps ist es ja jetzt nun, gemeinsam eine Ende-zu-Ende-Verantwortung zu haben. Das heißt, dass Developer und Admin in einem Team sind und die eine gemeinsame Verantwortung für das Gesamtsystem haben. Heißt aber auch, dass beide zusammen quasi einen größeren Verantwortungsbereich auf einmal tragen. Da, wo der Softwareentwickler vorher immer gedacht hat, dass so eine Software, die läuft auf der Infrastruktur und die Infrastruktur würde schon funktionieren. Also mein Kafka, der geht immer. Da hat der Admin vielleicht gedacht, der Kafka geht oft, aber immer ist so eine Sache. Und sehe halt zu, dass du dich mit deiner Software auch darum bemühst, was passiert, wenn der mal nicht geht zum Beispiel. Und in diesen, sage ich mal, unterschiedlichen Modellen, die ganzen Personen da im Kopf haben, die will man im Prinzip mit so einem DevOps-Gedanken vermischen. Das heißt, man möchte sozusagen dem einen, der irgendwie denkt, das klappt alles immer, und der andere, der sagt, also in Wahrheit ist das nicht so, aber eure Software löst es schon, die will man zusammenbringen und sagen, das ist mir jetzt egal, was ihr beide denkt, aber ihr beide oder ihr als Team, das sind ja nicht nur zwei in dem Fall, ihr sorgt jetzt dafür, dass das Gesamtsystem funktioniert und egal wo es brennt, ihr seht auch zu, dass ihr das Gesamtsystem am Laufen haltet und dass sozusagen die Inzidenz irgendwie in irgendeiner Form behebt. Und Chaos Engineering setzt nun im Prinzip dabei an, diese beiden Modelle ein Stück weit zusammenzubringen und quasi über die Hypothesen, die sozusagen über das System existieren, das funktioniert schon irgendwie alles,
oder das wird schon irgendwie alles klappen, wenn da mal was ausfällt, dass man sozusagen die beiden zusammenbringt, diese Hypothesen auch systematisch zu analysieren und sich gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wie sieht das aus nachher, das System, und was ist es denn wirklich, wie funktioniert das System wirklich? Also aus Hypothesen quasi Erkenntnisse zu generieren. Genau. Ein Beispiel aus der ganz frühen Geschichte ist die Geschichte von Margaret Hamilton. Kennt die einer, hat das irgendeiner in einer anderen Vorlesung schon mal gehört? Du kennst sie? Vitali? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Martin sehe ich nicht. Okay. Also, genau. Margaret Hamilton war Director of Software Programming am MIT. Und die hat quasi, sie haben für die NASA diese Onboard-Flugsoftware gebaut und sie hat das Team dort geleitet. Hier nebendran sieht man quasi die Software, die sie für Apollo 11, ist das Apollo 11 oder das Apollo-Programm zumindest generiert haben, ausgedruckt. Also damals war das noch möglich, sich neben ausgedruckte Software zu stellen. Heute bei Google wird das wahrscheinlich keiner mehr, man wird den Menschen wahrscheinlich irgendwann nicht mehr sehen, wenn man das wirklich mal machen würde. Genau. Und das Interessante ist, damals war das Ganze mit, Work-Life-Balance noch nicht so das Riesenthema, und Margaret Hamilton hatte eine Tochter, die hieß Lauren, und die war sozusagen öfter mal an der Arbeit dabei, und Margaret Hamilton hat dort auch nachts gearbeitet und dann hat die Tochter da irgendwie geschlafen und hat sich dann auch mal angeguckt, was da so passiert. Und irgendwann war die Tochter dann halt mal in diesem Simulator drinne und hat halt einfach mal angefangen, wild irgendwelche Knöpfe zu drücken. Und das Interessante, was dann dabei rausgekommen ist, ist, dann ist die Software abgestürzt. Und dann hat Margaret Hamilton irgendwie gesagt, ja, das ist ja interessant. Da hat nämlich jemand irgendwie mitten im Flug einen Teil der Software bedient, was eigentlich zur Startkontrolle oder sowas da war. Und darauf war die Software im Prinzip nicht vorbereitet. Und dann hat man, hat sich das der NASA gemeldet und gesagt, ja, das ist doch ein Problem. Und dann haben die gesagt, na, das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir haben ja keine kleinen Kinder dort in dem System drin, sondern wir haben ja Experten, also Astronauten dort am Arbeiten, und die machen sowas nicht. Die machen ja keine Fehler. Und aus dem Grund wollte man dann erstmal im Prinzip ja nichts tun, um solche Fehler zu beheben in der Zukunft. Und Margaret Hamilton hat sich dann an einigen Stellen doch durchgesetzt und hat zum Beispiel ein Scheduling eingebaut. Und zwar hat sie sozusagen gesagt, es gibt bestimmte Softwareteile für die Software, die priorisiert werden. Das heißt, wenn mehrere parallele Prozesse laufen, dann sage ich, also die am allerwichtigsten sind für zum Beispiel Flugkontrolle oder für die Landung oder wie auch immer, die werden nach oben priorisiert, und Dinge, die nicht so wichtig waren, die werden nach unten priorisiert. Und die Mondlandung von Apollo 11 hätte nicht stattgefunden, wenn dieses Priorisierungssystem nicht funktioniert hätte, weil tatsächlich durch einen Hardware-Defekt, glaube ich, war das damals, ist irgend so ein Radarsystem durchgedreht und hat das System geflutet. Und nur dieses Priority-Scheduling hat jetzt dazu geführt, dass dann doch die Landungsroutinen vor den Radarfehlern sozusagen vorpriorisiert wurden und die Landung konnte dann durchgeführt werden. Ich fand es eine ganz interessante Geschichte. Gibt es Tagesspiegelartikel, habe ich hier unten verlinkt. 2016 hat sie, also viel, viel später, die Medal of Freedom, also die höchste präsidiale Auszeichnung verliehen bekommen, die man als Privatperson in Amerika kriegen kann. Und sie hat so ein bisschen diese Softwaretechnik als solches, als Disziplin gegründet. Wenn man aber dann gesehen hat, was da eigentlich alles passiert ist, dann war das schon ganz interessant, weil es schon in die Richtung so, was macht Chaos Engineering eigentlich und wie ist sie damals da rangegangen, ging. Also da waren so die ersten Eindrücke, aber sie hätte wahrscheinlich damals noch nicht von Chaos Engineering gesprochen.
Genau, wie ist Chaos Engineering eigentlich entstanden? Also Netflix, was ich auch nicht wusste, bis ich dieses erste Buch gelesen habe, war Netflix hat mal eine Zeit lang DVDs geschippt in Amerika. Hatten also alles, was sie damals nicht im Streaming-Bereich, sondern irgendwie so DVD-Verleihung gemacht haben, haben sie quasi alles über ein zentrales Datacenter geleitet. Und die sind 2008 in die Cloud migriert. Und ja, in dem Kontext war es halt so, damals waren halt diese Amazon EC2-Instanzen oder wie sie damals hießen, weiß ich gar nicht genau, die gingen halt öfter mal kaputt zwischendurch, also die gingen öfter down und die haben halt von einem zentralen System in viele kleine, ich weiß gar nicht, ob es damals schon die Microservice-Architektur war, aber zumindest in die Richtung, also verteilte Systeme im Prinzip migriert. Und öfter mal ist da so eine VM ausgefallen. Also oft genug, damit sozusagen oft ein Schaden entstanden ist, aber nicht oft genug, dass sich diese vielen Teams, die sich damals schon über um einzelne Teile der Software gekümmert haben, dass sich die sozusagen alle ganz schnell darum gekümmert hätten, dass ihre Software resilient genug wird, um mit dem Problem umzugehen. Also oftmals ging irgendwas kaputt und dann sind Teile ausgefallen und lief irgendwas nicht. Und das Management stand jetzt irgendwie so ein bisschen vor dem Desaster, dass sie gesagt haben, wir müssten es eigentlich ändern. Also wir wollen eigentlich etwas, was sehr, sehr robust funktioniert. Aber Netflix war immer schon sehr, sehr dezentral organisiert, hatte sehr, sehr viel selbstorganisierte Teams, die sich selbst sozusagen ihre Ziele auch setzen konnten. Und deswegen hat man überlegt, wie kann man das jetzt in diesem ganzen Kontext umsetzen? Weil so eine Anweisung, ihr macht jetzt einfach eure Software ordentlich Resilienz und dann geht das schon, hat halt sozusagen vom Management gar nicht funktioniert. Und was man sich dann überlegt hat, ist zu sagen, und da kam diese erste Idee aus dem Chaos Engineering her, die haben quasi ein Softwarepaket geschrieben oder eine Software geschrieben, die sich Chaos Monkey damals getauft haben. Und die hat nichts anderes gemacht, als die ist zu Business Hours, also zu dann in den Zeiten, wo normale Teams hingegangen sind, ist hingegangen und hat einfach VMs abgeschaltet. Also die ist einfach losgegangen, immer mal wieder und hat randommäßig eine VM abgeschaltet. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit fliegt deine VM an einem bestimmten Tag raus. Und damit hat die natürlich erstmal eine ganze Menge Stress erzeugt bei den Teams, weil jetzt fiel halt eine VM viel, viel öfter aus. Und damit war den Teams auch klar, also mich trifft es auf jeden Fall auch irgendwann mal. Also haben die Leute automatisch angefangen, weil die keinen Bock drauf hatten, dass ihnen immer wieder die VM um die Ohren fliegt, ihre Software so zu bauen, dass sie mit dem Problem umgehen konnten. Und damit haben sie im Prinzip ein Management-Instrument geschaffen, was sie als laufende Software implementiert haben. Und zwar den Chaos Monkey, der einfach nichts anderes gemacht hat, als VMs aus- und irgendwann wieder angeschaltet hat. Aber die Teams, es hat dazu geführt, dass die Teams ihre Software alle resilient gekriegt haben. Ohne, dass sie ihnen irgendwelche Anweisungen gegeben haben. Sie haben einfach nur die Software laufen lassen und gesagt, kommt damit klar, Leute. Das war das Einzige, was sie gemacht haben. Und das war eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil sie im Prinzip dafür gesorgt haben, dass sozusagen dieser Fehler inhärent irgendwann gelöst wurde, weil keiner mehr Lust hatte, ständig die eigene Software zu reparieren. Das war so der erste Idee davon. Genau. Und das hat im Prinzip auch einen großen Erfolg gebracht. Und dann gab es ein größeres Ereignis. Also vielleicht noch einen Punkt dazu, da gibt es auch einen schönen Satz zu, den sie im Prinzip implizit angewendet haben, da ist, if it hurts, do it more often. Also wenn irgendwas schmerzt, dann mach es öfter, weil dann tut es halt nicht mehr so viel, dann tut es halt nicht mehr weh. Ne? Also umso öfter du es machst, umso weniger, umso mehr ist halt Routine und umso mehr funktioniert es dann auch. Genau. Das hat, wie gesagt, funktioniert und die Software war auch resilient gegen diesen Ausfall. Und dann kam Weihnachten 2012. Da gibt es ganz interessante Blogposts zu, also einmal von Netflix und einmal zu Amazon. Ich habe die Netflix-Sachen auf jeden Fall dort verlinkt. Die Amazon-Sachen findet man dann quasi auch, wenn man das Netflix-Ding mal liest. Und zwar hat da kurz vor Weihnachten ein
einer der wenigen Entwickler, die mit den ELBs von AWS. Wisst ihr, was die ELBs von AWS sind? Das sind die Elastic Load Balancer, also die Leute, die Sachen, die den Traffic nehmen und zu den verschiedenen Maschinen routen. Im Prinzip. Einer der Mitarbeitenden, die Rechte hatten, produktiv die Software dort zu ändern, der hat aus Versehen ein Wartungsskript nicht auf SI oder auf der Dev-Umgebung, sondern auf P laufen lassen. Und das Wartungsskript hat Teile der Datenstruktur zerstört. Das Problem war nur, das wäre direkt aufgefallen, wenn die quasi die Datenstruktur sofort aus der Datenbank geladen hätten. Das machen die aber nur, wenn die upscalen, downscalen oder neu erzeugt werden. Das heißt, die hatten dann so ein oder anderthalb Tage lang, hatten die ein Riesenproblem, weil immer wieder, wenn da sich irgendwas geändert hat, lief irgendwas nicht mehr. Und dann haben die ein Ticket gekriegt. Und dann haben die sich erstmal gedacht, also am Anfang ist gar nicht passiert, dann ist es halt immer öfter passiert und irgendwann ging es nicht mehr. Was dann nachher in der Konsequenz dazu geführt hat, dass im Prinzip, weil Netflix halt ihren Haupttraffic über diese ELBs, also zumindest ihre Anfragen, die haben ihre Management-Lane quasi darüber gelaufen, dass an Weihnachtsabend, was eigentlich der größte Netflix oder einer der wichtigsten Abende für die ist, ging Netflix in einer kompletten Amazon-Region nicht mehr. Gar nicht mehr. Und das ist für die ein Riesenproblem gewesen, weil eigentlich war deren Idee sozusagen, dass alle Leute ihren Familien dann an Weihnachtsabend zeigen, guck mal hier, ich habe so einen neuen Streamingdienst entdeckt und so und gucken, was der alles kann. Und ja, das war natürlich für die ein Riesenthema, weil sie sozusagen in der größeren Region einfach, ich glaube Osten von Amerika war es, da hatten die im Prinzip keine Traffic und die haben es auch nicht geschafft, dann die Traffic umzuleiten. Also haben sie sich gedacht, okay, alles klar, das, was wir mit dem Chaos Monkey brauchen, das brauchen wir auch für Regionen. Das heißt, wir wollen auch Ausfälle gesamter Regionen überleben. Das war so ein bisschen das Ding. Ja, in dem Buch steht ein lustiger Satz drin, da steht sowas, aus irgendeinem Grund hat uns Amazon nicht erlaubt, die Region abzuschalten. Irgendwas mit anderen Kunden. Also haben die sich quasi etwas gebaut, was für die einen Ausfall einer Region simuliert. Und das haben die Chaos Kong genannt. Den holen die jetzt auch nicht allzu oft raus und den versuchen sie natürlich auch nur dann rauszuholen, wenn irgendwie von jedem Team jemand da ist. So. Aber die haben quasi sozusagen laufendes System und das kann ihnen eine ganze Region abschalten. Und damit haben sie genau dieses Problem, was sie damals hatten, also dass die Region nicht mehr funktioniert und aller Traffic muss jetzt umgeleitet werden, auch wiederum simuliert, indem sie einfach die Region mehr oder weniger oder ihre VMs in der gesamten Region einfach runterfahren im Prinzip. Also der Chaos Kong simuliert im Prinzip den Ausfall einer Region, aber natürlich nur für den Teil, der dann für Netflix relevant ist und hat natürlich keinen Einfluss auf die anderen VMs dort. Und das haben die im Prinzip so weitergebracht. Ne? Also die haben sich gesagt, okay, wir haben sowas wie ein Chaos Monkey, der hat das eine Problem gelöst, aber wir müssen das andere Problem auch lösen. Was ist, wenn eine ganze Region ausfällt? Und dann haben sie ein neues System dazu gebracht. Das waren so ein bisschen die Anfänge, wie man Chaos Engineering gedacht hat. Das war so ein bisschen die Idee. So, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Definition von Chaos Engineering, die sogar ein bisschen weitergeht. Es ist im Prinzip so, dass bei Netflix die Leute irgendwie gesagt haben, Netflix grundsätzliche Managementstrategie ist es, wir hiren nur Seniors. Das haben sie sich irgendwann mal überlegt, also nur Experten in dem Gebiet. Das Dumme ist nur, wenn man was Neues erfindet, wie Chaos Engineering, dann kann man keine Experten hiren, weil das hat man ja selber empfunden. Das heißt, die mussten irgendwann in den Außenraum gehen und haben quasi dann Leute gesucht, die sozusagen diese Ideen nach außen bringen und haben dann versucht, das Ganze zu definieren und das in den Außenraum zu bringen. Und das war ein Grund, wie dieses Chaos Engineering ursprünglich mal entstanden ist. Das ist auch so ein bisschen das, was auf Principle of Chaos noch steht. Also das haben die Leute, die angefangen haben, mit Netflix darüber zu arbeiten. Die haben dann angefangen, auf Konferenzen loszugehen und Leute zu finden, die sich dafür auch interessieren, weil sie brauchen ja Leute in anderen Unternehmen, die das auch machen, damit sie nachher die Leute da wegheiern können. Das ist deren Managementstrategie.
So, und was dann, genau, was Sie gesagt haben, ist, Chaos Engineering is a discipline of experimenting on a system in order to build confidence in the system's capability, to withstand turbulent conditions in production. Das heißt, Sie wollen Vertrauen in die Systemfähigkeiten in turbulenten Situationen, zu Bedingungen in Produktion, denen wollen wir standhalten. Quasi. Wir wollen Vertrauen bilden in die Systemfähigkeiten und wollen unter turbulenten Situationen sozusagen den turbulenten Situationen standhalten in Production. Das ist deren Definition davon. Was auch immer sozusagen turbulente Situationen sind, das können verschiedene Konstellationen sein, aber es ist erstmal wichtig zu verstehen, und es ist eine Disziplin, die Experimente fährt. Ne? Und sie wollen etwas erfahren. Sie wollen experimentieren, um Wissen zu generieren. Genau, dann gibt es die, auch auf der Seite findet man auch dort, die Advanced Principles, Prinzipien oder Leitlinien. Das sind jetzt im Prinzip keine festen Regeln, sondern irgendwas, was einem Hinweise geben kann, was so die Idee von Chaos Engineering ist. Das heißt, sie sagen einmal, build a hypothesis around steady behavior, steady state behavior. Also wir gucken uns an, was ist ein stabiler Systemzustand, und wir fokussieren uns hier auf messbaren Output des Systems. Das heißt, was sagt, dass unser System stabil in irgendeiner Form ist, und wie können wir das messen? Ja. Dabei fokussieren die sich darauf, auf den Output des Systems. Das heißt, die wollen sozusagen nicht verstehen, warum etwas gut läuft oder nicht gut läuft, sondern nur ob. Das Beispiel, was da drin war im Prinzip, wenn man sich anguckt, wie die Wasserqualität eines Systems ist, dann kann man entweder das Wasser nehmen und einfach analysieren, oder man kann sich ein Modell bilden über das gesamte Wassersystem und kann überlegen, welche Wasserqualität daraus kommen könnte. Ja. Und wenn man alle Informationen über das Modell mit allen Informationen aus dem realen System füttert, dann müsste eigentlich die Wasserqualität rausgucken. Oh. Aber hier ist es wichtig, sich eigentlich nicht darauf zu fokussieren, dass irgendwas da ist, wie das ganz genau funktioniert, sondern nur, es läuft oder es hat diesen Zustand. Dann very real world events, also quasi an allen Variablen sozusagen, die in der realen Welt passieren können, die will man sozusagen erkennen, reflektieren. Variable zum Beispiel VM ist weg. Was macht mein System damit so? Ne? Genau. Das kann aber auch sowas sein wie Latency oder was auch immer. Ne? Und wie kann ich das überhaupt prüfen? Also was ist das sozusagen? Ne? Dann run experiments in production. Also die haben das nicht in SI oder gestaged gemacht, sondern es ging darum, das Ganze in Produktion auszuprobieren. Weil Experimente in Staging geben einem Aussagen über Staging. Und Staging ist, zumindest wenn man versteht, wie groß Netflix ist, ungleich Production. Ja, also es gibt kein, zumindest also meines Wissens, kein System, was die Last von Netflix auch nur annähernd auf einer Dev-Umgebung widerspiegeln kann. Das kann ich mir schwer vorstellen. Dann automate experiments to run continuously, also ne, der Klassiker versucht, die Dinge zu automatisieren, ne, um sozusagen zu gucken, wie sich Dinge über die Zeit auch verändern. Und minimize blast radius, also versuche möglichst, auch wenn du Experimente führst, nicht gleich alles zu zerstören, sondern versuche möglichst lokal dein Ergebnis zu erzeugen, aber man muss ja nicht sozusagen sofort die Gesamtumgebung kaputt machen. Ne? Also der negative Effekt, den zu minimieren,
bei gleicher Aussagekraft, die das Experiment dann hat. Also bei möglichst gleichbleibender Aussagekraft. Ist keine gute Idee, Netflix einfach vollständig für einen Tag runterzufahren. Das wird wahrscheinlich auch keine konkrete Aussagekraft bringen, aber das ist dann nicht Minimierung des Blast Radius. Genau. Das sind die Advanced Principles, die nochmal so ein bisschen aufgeschrieben haben, auch nochmal so ein bisschen hier erklärt. Genau. Und jetzt müssen wir nochmal so ein bisschen Kontext verstehen, also in welchem Kontext wird Chaos Engineering angewendet. Ne? Ich habe jetzt mal hier so zwei Beispiele nebeneinander gebracht. Das eine ist so eine Grafik, die zeigt, ich meine, das war von Amazon, das war die Microservice-Umgebung von Amazon. Es gibt so ein ähnliches Bild von Netflix auch. Also alle Microservices von Amazon und die quasi einmal in einer Grafik dargestellt, also ganz viele, also verteilte, hochkomplexe Systeme, Microservice-Architekturen, 24/7 Betrieb der Anwendung und viele Abhängigkeiten zu Drittsystemen. Das sind so Indikatoren. Also wirklich große Systeme, wo auch nicht einer irgendwie, also so ein kleines Skript, was irgendwo auf einer Umgebung läuft, da brauchen wir jetzt auch kein Chaos Engineering, dafür ist der Kontext irgendwie falsch. Aber viele große Systeme, wo man einfach auch zwar eine Annahme darüber hat, was das System machen würde, wenn das und das passiert, aber die Annahme auch falsch sein kann und deswegen man anfängt, Experimente zu tun. Wenn wir hier über einzelne Services oder ein Entwickler oder sowas wie dev gleich SI gleich SP sprechen, gleich P sprechen und auch keine externen Schnittstellen haben, ja, dann reden wir von so einer Ente und die Ente, dafür brauche ich kein Chaos Engineering, das kann ich dann mit so ein paar Tests abfangen und so weiter. Also das muss man immer im Kopf haben, wenn wir jetzt hier über so Techniken sprechen, dann reden wir immer über sehr, sehr komplexe und sehr, sehr große Systeme und nicht um irgendwas Kleines, was man in der Uni mal programmiert hat. Deswegen ist es wichtig, den Kontext dazu zu finden, um zu sehen, wo macht Sinn, das einzusetzen und wo macht es natürlich auch keinen Sinn. Genau. Wichtig ist auch zu verstehen, Chaos Engineering hat bestimmte Ziele. Ne? Und ein wesentliches Ziel ist es, das Wissen über die Schwachstellen eines Systems zu generieren. Also man macht Experimente, um Wissen zu erlangen. Und dabei geht man systematisch vor, um ein resilientes Gesamtsystem aufzubauen. Also ich will Wissen generieren und danach natürlich mein System verbessern. Und ich möchte nicht sozusagen einfach nur lustig meine eigene Infrastruktur mal stören oder mal gucken, was passiert. Vor allem mache ich kein Chaos Engineering, wenn ich weiß, mein System bricht eh in sich zusammen. Also wenn ich weiß, ich schalte jetzt die Maschine aus und gleich passiert der Super-GAU, dann mache ich auf gar keinen Fall das auf P. Weil dann bin ich dumm und mache kein Chaos Engineering. Ja? Also das ist irgendwie auch klar. Vor allem generiere ich dann auch kein Wissen, kein Neues, weil ich weiß ja vorher schon, dass es kaputt geht. Ne? Gut, manchmal ist man dann vielleicht trotzdem verwundert, dass das System trotzdem läuft, aber eigentlich ist das quasi Quatsch. Ne? Und wichtig ist auch hier der Fokus auf die Messbarkeit. Das heißt, ich will natürlich neben dem, dass ich sozusagen dieses Wissen generieren will, fokussiere ich mich hier auch auf die Messbarkeit des Systems. Das heißt, ich will wissen, was passiert in der Zeit. Und wenn ich keine Informationen über das System sammle, während ich irgendwas ausprobiere, ja, dann hilft mir das nichts. Dann kann ich auch dieses Ziel, mein Wissen zu generieren, nicht erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig, der Unterschied zwischen dieser Idee, naja, dann lasse ich meinen Chaos Monkey mal hier loslaufen. Ja, nee, das ist nicht der Plan so. Ne? Gut. Wenn man Chaos Engineering kommt, so ein bisschen aus so einer Infrastrukturbetrachtung, habe ich ja erzählt, ne? Netflix hat sich überlegt, was passiert eigentlich, wenn meine Infrastruktur nicht mehr quasi sozusagen, wenn die wegfliegt, worauf ich mich eigentlich immer verlassen habe und ja, wie geht mein Gesamtsystem damit um? Aber eigentlich kann man bei Chaos Engineering noch viel mehr sozusagen betrachten. Ne? Also man könnte sich sozusagen angucken, wie sind die Prozesse in meinem System oder die Practices oder die Leute einfach. Weil wenn irgendwas passiert, was ganz, ganz selten passiert, also ein Problem auftritt, dann werden natürlich die Leute auch nervös. Ja? Und die machen dann auch Fehler.
sozusagen. Also da gibt es ja auch Dinge, die passieren. Das ist so wie zu sagen, naja, Astronauten sind so gut geschult, die machen keine Fehler. Oder ob man sagt, naja, wir gucken uns auch mal an, was passiert, wenn ein Fehler passiert, also wenn irgendetwas passiert in dem System, wie gehen denn die Leute damit um? Und wenn wir es oft üben, das macht man ja, Albert hatte letztes Mal die Sache, das ist so ein bisschen wie Feueralarm drücken und mal gucken, wie die Leute reagieren, so ein bisschen. So ein bisschen ist die Idee dahinter. Aber natürlich nicht einfach nur Feueralarm drücken, sondern man guckt sich natürlich auch an, dass man Leute irgendwo hinstellt, die dann messen und die Leute beobachten und gucken, was passiert. Also auch wieder hier das gleiche Thema. Im Prinzip will man ja Schwachstellen im System suchen, finden und zukünftig natürlich auch verbessern. Genau, also Leute, Practices, also Praktiken oder Prozesse, das ist das eine, das nicht technische, und das andere ist Plattform, Infrastructure and Application, also sozusagen das gesamte Zusammenspiel, was untersucht werden soll. Und das Ganze nennen sie Socio-Technical System. Genau. Wie können wir Erkenntnisse über das Verhalten von Systemen über in turbulenten Situationen erlangen. Da gibt es jetzt, das kommt jetzt aus diesem Learning Chaos Engineering Buch, so ein Stück weit ein Vorgehensmodell, was dort vorgestellt wird. Genau, dabei geht es darum, einmal Hypothesen zu generieren, wie sieht das ganze System aus, dann so ein Stück weit zu planen, was mache ich jetzt ganz konkret, Experimente durchzuführen und danach eine Auswertung zu machen. Und wie gesagt, das Ziel ist am Ende immer dieses Wissen generieren. Es geht darum, Schwachstellen zu erkennen und auszumerzen und möglichst bevor sie zu Störfällen und kritischen Problemen führen. Genau. Und ein Stück weit beschreibt das der Russ Miles dann, dass das ein wissenschaftliches Vorgehen ist. So wie man bestimmte Experimente macht, im wissenschaftlichen Kontext, um wieder neues Wissen zu erlangen, also um Dinge zu verstehen. So macht man es hier auch. Ne? Man hat also ein sehr komplexes System, ja, ein sozio-technisches System, und probiert jetzt mal aus, was passiert, wenn hier irgendwas überhaupt nicht läuft. Und dann guckt man, wie reagiert das gesamte System darauf und hat dann quasi eine Erkenntnis gewonnen. Genau. Die ersten beiden Phasen sind natürlich die Vorbereitung nachher, und das Experiment wäre dann die Durchführung, und nachher würde man dann die Auswertung machen des Gesamten. Wichtig nochmal zu verstehen, was jetzt vielleicht der Unterschied von sowas wie Chaos Engineering ist im Vergleich zu sozusagen einem klassischen Testing. Also was ist hier ein Experiment und was ist eigentlich irgendwie Testen? Ich habe es mal versucht, so ein bisschen hier klar zu machen. Also beim Testen prüfe ich quasi, ob Anforderungen erfüllt sind. Also ich habe Anforderungen, ne, Requirement Engineering und so weiter, ganz klassisch. Sage ich, okay, das ist eine Anforderung. Ich gucke jetzt, kann mein System diese Anforderungen erfüllen? Ne? Das heißt, ich weiß eigentlich vorher, was mein erwartetes Verhalten ist. Assertions. Ne? Ganz klassisch. Ich füge irgendetwas in die Datenbank ein und nachher muss es eingefügt worden sein. Also nachher muss ich diese Person, diese Bestellung, was auch immer, finden. Ja. Ist eigentlich etwas von klassischem Qualitätsmanagement. Ne? Und ich kann im Prinzip sagen, mein Ergebnis ist, entweder der Test ist durchgelaufen oder der Test ist nicht durchgelaufen, also passed or failed. Und der Kontext ist meistens Softwareentwicklung. Manchmal hat man so Software-Hardware-Kombinationen, Software-Hardware-in-the-Loop, wie auch immer. Also Dinge, die sozusagen dann gemeinsam spielen. Aber eigentlich kommt es ja aus dem Kontext Softwareentwicklung am stärksten. Im Kontext Experimentation, also Experimente sind im Prinzip eher so ein bisschen darüber, um Wissen, also neues Wissen zu erlangen über Schwachstellen. Das heißt, Experimente versuchen jetzt nicht zu bestätigen, ob irgendwas pass or fail ist, sondern sie versuchen, neues Wissen zu generieren. Und da geht man halt nicht so vor wie im klassischen Qualitätsmanagement, dass man sich jetzt einfach irgendwie, sag ich mal, diese Methode, ja, Requirement da, das wird jetzt hier geprüft, alles klar, check, nächstes. Ne? Sondern man überlegt sich sozusagen dann, wie kann ich jetzt dazu neues Wissen generieren? Und im Ergebnis habe ich dann nicht pass or fail, sondern ich habe einen Erkenntnisgewinn. Und der Kontext ist hier nicht Software oder Hardware, sondern das gesamte sozioökonomische Gesamtsystem.
Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das soll so ein bisschen mal zeigen, wie sich die beiden Aspekte gegeneinander abgrenzen. Genau. Jetzt gibt es immer noch so die Frage, ja, das könnte ich ja auch alles irgendwie in der Sandbox machen. Also ein P, das ist mir doch viel zu unheimlich. Und da gibt es auch ganz viel Diskussion drüber in dem Kontext. So, ja, also wir machen doch nicht in P unser System kaputt, so ungefähr. Ja, also Chaos Engineering oder Chaos Experimente in Staging generieren halt Wissen über Schwachstellen in Staging. Das ist halt, oh, das ist sogar noch falsch geschrieben da, aber okay. Genau, also in Staging soll das eigentlich stehen und nicht in Stadtging. Und Staging ist immer ungleich in Production, vor allem wenn ich den Kontext habe, dass ich Schnittstellen zu externen Systemen habe. Ja? Also sei es irgendwie PayPal oder was auch immer, irgendein Abrechnungsdienst, so Klassiker oder was auch immer. Also ich habe normalerweise relativ komplexe Systeme. Und dann ist meine Staging-Umgebung meistens auch irgendwie anders ausgelegt, weil ich natürlich irgendwie für so einen Test erstmal gar nicht die Hardware brauche vielleicht, ja. Aber es könnten auch andere sein, also die Systemlast ist oft unterschiedlich, ne? Wie habe ich ja eben schon gesagt, also bei Netflix in der Staging-Umgebung wird nie so viel Anfragen laufen wie an, keine Ahnung, an Weihnachten im P-System, ja. Die Hardware ist möglicherweise unterschiedlich. Hier so mal als Beispiel Windenergieanlagen. Die habe ich in meinem Staging-System auch nicht als reale Anlagen quasi normalerweise dahinter, weil ja, das ist viel zu teuer. So eine Anlage kostet ein paar Millionen Euro und das macht überhaupt gar keinen Sinn, meine Software in so einer Umgebung zu machen. Die mocke ich dann weg oder was auch immer. Genau, die unterliegende Infrastruktur. Ich habe reale Benutzer, ja, und ich habe halt auch reale Leute, die das System betreuen, auf der anderen Seite. Ja. Das ist vielleicht auch noch so. Also es ist ein anderes System und deswegen ich generiere nicht das gleiche Wissen. Es ist trotzdem sinnvoll, wenn man damit anfängt, mit sowas wie Chaos Engineering, nicht vielleicht direkt auf P zu starten, sondern in Staging mal anzufangen. Heißt nicht, man hört auch in Staging auf, aber wenn in Staging schon alles zusammenbricht, ja, dann repariere ich das vielleicht erstmal und dann gehe ich auf P. Ja, also ich habe zwar ein anderes Wissen generiert, aber vielleicht, um sozusagen auch den Einstieg zu erleichtern, vielleicht versuche ich erstmal dort anzufangen, generiere erstmal darüber Wissen und gehe dann in den nächsten Schritt rein. Genau, es geht um, das hatten wir auch schon, Minimal Spaced Radius. Es geht darum, Erkenntnis zu gewinnen und nicht um die Zerstörung. Was ist wirklich notwendig? Der Geschäftsbetrieb sollte natürlich auch nicht zum Erliegen kommen. Also es wird kein Geschäftsführer sagen, ja, probiert es mal aus. Ist mir egal, ob irgendwie mein Geschäft noch weiterläuft oder nicht. Genau, also starte nicht in der P-Umgebung. Da gibt es dann so verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese Canary Experiments, das heißt, nur ein Teil des Datenverkehrs wird zum Beispiel für das Experiment benutzt. Dann geht halt nur ein Teil gegebenenfalls flöten, im schlimmsten Fall. Oder man filtert auf Business-Objektebene, zum Beispiel Transaktionen mit einem Wert kleiner 100 Euro, aber keine 2 Milliarden Euro oder 2 Millionen Euro Transaktionen, was auch immer, was man für System hat. Und man sollte sich überlegen, inwiefern man Rollbacks machen kann, also um das System wieder in den ordentlichen Zustand zu überführen. Ne? Also von Anfang an zu überlegen, wie kriegt man das System wieder in den Zustand, wenn irgendwie was passiert. Das kriegt man meistens hin, wenn man das System gut kennt, wenn man mit den Leuten spricht. Das ist halt so ein wichtiger Punkt, der dort drin ist. Genau. Also, wir starten jetzt quasi bei den Hypothesen. Das heißt, wir überlegen uns jetzt erstmal, da mache ich jetzt mal ein paar Beispiele dazu, wie sowas aussehen könnte. Also Hypothese über das Systemverhalten. Ne? Das ganze, die ganze Idee dahinter ist, dass man quasi so eine Art Backlog hier hat. Das heißt, man hat so ähnlich wie im Scrum
so eine Art User Story Backlog, allerdings hier zu ja, quasi so ein Hypothesis-Backlog nennt er das, ja, um quasi zum Verhalten in turbulenten Situationen Aussagen zu treffen. Ja, wie kann man das machen? Ne? Also entweder man fängt an und diskutiert darüber, was könnte passieren, wenn, oder man guckt sich vergangene Fehler an, wie auch immer. Und das ist natürlich immer, das ist ein Backlog, das ist keine vollständige Liste. Da geht es auch nicht darum, irgendwie alle möglichen Situationen, sondern erstmal, was fällt einem im ersten Moment ein und womit könnte man starten. Genau, dabei geht es um Hypothesen, das hatten wir eben schon, ne? People, Practices, Processes, Applications, Plattformen, Infrastructure. Also alles. Und das Ganze kann man dann noch, wenn man sagt, man will verschiedene Aspekte machen, kann man das Ganze nochmal taggen mit verschiedenen Tags wie Security, Safety, Reliability und so weiter. So, Beispiele, ne? Das System bleibt erreichbar, wenn das Datenbankcluster ausfällt. Vielleicht irgendwie sowas, was einem so einfallen würde. Also mein Datenbankcluster geht nicht mehr, aber das System bleibt trotzdem erreichbar. Kann vielleicht nicht mehr alles machen, ja, wird vielleicht auch Rückmeldung geben, aber es fällt nicht in sich zusammen. Oder das System liefert auch dann regelmäßige Messdaten, wenn die Latenz mehrerer IoT-Devices erheblich steigt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie IoT-Devices habe und die frage ich irgendwie alle ab oder die senden mir alle Daten oder wie auch immer, und da gibt es welche, die Latenz des Systems extrem in die Höhe geben, dann kriege ich trotzdem von allen anderen regelmäßig mit. Das sind erstmal Hypothesen. Vielleicht weiß ich das gar nicht, weil das System relativ komplex ist. Also sage ich, okay, ich würde vermuten, das System müsste eigentlich so reagieren. Ja? Oder auch, das System verliert keine Messdaten, wenn der Kafka-Cluster ausfällt. Also ich gehe davon aus, ich habe das jetzt schon so oder wir haben das so implementiert, wenn der Kafka-Cluster ausfällt, die Messdaten bleiben trotzdem alle erhalten. Das wird dann schon irgendwie. Wenn der wieder kommt, dann speichern wir die nachher auch im System und so weiter und so fort. Das wären jetzt so mögliche Beispiele. Da gibt es jetzt hunderte von, das hängt auch vom System ab, was hat man da, welche Datenbanksysteme und so weiter und so fort. Aber das wären jetzt mal so Möglichkeiten, wie man das noch aufziehen könnte. So, wenn man das Ganze dann hat, dann kann man das Ganze nochmal schön einteilen in so zwei, auf so zwei Achsen. Also man klebt nachher die Zettel hier in so verschiedene Regionen rein und kategorisiert das Ganze. Und das muss auch nicht wieder, sage ich mal, wissenschaftlich exakt sein, sondern es geht darum, so eine Einschätzung zu kriegen von vielleicht den Entwicklern oder den Leuten, die Operations-Verantwortung haben oder wie auch immer. Was für eine Auswirkung, also welchen Impact hätte das, wenn das eintritt, wenn da irgendwas schief gehen würde bei meiner Steady-State-Hypothese und welche Wahrscheinlichkeit hat das Ereignis? Ja. Also ist es irgendwie sehr wahrscheinlich, dass das Datenbankcluster ausfällt oder ist eher unwahrscheinlich und was passiert, also was hätte das für eine Auswirkung, wenn das da schief geht? Ne? So, also dann geht meine ganze Anwendung baden, oh, hohe Auswirkungen oder naja, dann würde vielleicht ein Teilsystem ausfallen, aber das betrifft eigentlich nur das und das und das. Das kann keine hohe Auswirkung haben. Ist wie gesagt auch erstmal nur so eine Einordnung. Wie ordnen die Leute das ein? Und dann kann man das irgendwie machen. Man hängt also seine Zettelchen irgendwie in diese zweidimensionale Ebene rein und hat dann irgendwie nachher so zwei Ecken, die ganz interessant sind. Ne? Die grüne Ecke ist irgendwie die mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit und der niedrigsten Auswirkung. Da muss man sich natürlich fragen, ja, ist es jetzt wichtig, über die zu sprechen. Und die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und der höchsten Auswirkung, oh, das sind die Fälle, die man sich jetzt vielleicht prioritär angucken muss. Vielleicht startet man trotzdem nicht die mit dem höchsten Impact, aber das sind die, die man sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man jetzt sozusagen da reingeht und sagt, okay, was ist jetzt wichtig, dass das im Prinzip sicher ist, dass das nicht passiert. Oder dass diese Thesen im Prinzip, es geht ja immer um den stabilen Zustand, dass diese Thesen auch wirklich halten, dass das wirklich so ist. Genau. So, und was man dann machen kann mit dieser Hypothese, kann man sich sozusagen überlegen, wie planen wir jetzt dieses Experiment. Ja? Also wir haben jetzt irgendwie ausgewählt, welche sind jetzt irgendwie besonders wichtig, ne? Und wir müssen uns jetzt angucken, wenn wir die rausgesucht haben, die höchste Priorität haben, ja, wie gehen wir jetzt in die Planung von dem Ganzen?
Ja, dazu könnten irgendwie einmal auch so ein bisschen unterstützende Fragen sein. Jetzt haben wir eben gesagt, ja, das System bleibt stabil. Ja, wie definieren wir denn eigentlich stabil oder normal oder gut Systemzustand oder sowas, ne, wenn irgendwie Daten unter ein Cluster ausfällt? Also was ist denn überhaupt normal und wie können wir das messen? Das ist irgendwie ganz wichtig. Was ist der Scope und wie wird der Fehler sozusagen injiziert? Also wieso haben wir, warum haben wir den Scope so gewählt? Ja? Wieso wollen wir genau, wie kommen wir darauf, das so formuliert zu haben? Ne? Ist das Ganze vielleicht angstgetrieben? Hat dann doch jemand so die Idee, also das ist zwar meine Steady-State-Hypothese, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das System da an der Stelle nicht so gut ist. Ne? Und haben wir vielleicht überhaupt keine Ahnung, wie sich das System überhaupt verhält? Ne? Was glauben wir, was passiert, wenn der Fehler irgendwie auftritt? So ein bisschen so, das sind so unterstützende Fragen, um sich jetzt so ein bisschen dieser Planung so ein bisschen zu nähern. Ne? Wichtig ist dann halt, wie gesagt, nochmal, woran erkennen wir, dass das System in diesem Steady State ist? Also können wir das wirklich auch messen? Ja, vielleicht können wir gar nicht das messen, dann müssen wir diesen Steady State auch anders definieren. Ja? Also ganz oft würde wahrscheinlich jemand sagen, wie das System funktioniert. Ja, was heißt denn funktioniert? Ne? Heißt es erreichbar oder heißt es nimmt Transaktionen ab? Ne? Was heißt, dass der Amazon-Webshop funktioniert? Was heißt das, ja? Kann ich suchen, kann ich bestellen oder, ne? Also funktioniert kann man gar nicht messen oder gibt es einfach eine Rückmeldung, also kriege ich einen positiven HTTP-Code oder sowas, ne? Also kann alles Mögliche sein, aber das muss man eigentlich nochmal sehr, sehr viel stärker konkretisieren dann. Genau, also man sucht sich jetzt eine Hypothese raus anhand der Prioritäten und dann beschreibt man das Ganze. Und dann beschreibt man zu dem Steady State, zu dieser Hypothese, alle Messwerte, die anzeigen, dass sich das System in einem stabilen Zustand befindet. Also alles das, was dieses funktioniert oder ist stabil oder was auch immer, all das muss jetzt gemessen werden. Ja? Das muss in Messwerte ausgedrückt werden. Und zusätzlich nehme ich noch alle Dinge in ein Monitoring auf, die ich noch beobachten will dabei. Ja, also zum Beispiel CPU-Last des Systems oder, keine Ahnung, Speicherverbrauch oder was auch immer, was ich messen will, ne? Oder Latenzen. Ne? Die sind vielleicht gar nicht in meiner Steady-State-Hypothese drin, aber es ist vielleicht trotzdem wichtig, das zu verstehen. Genau. Dann geht es im zweiten Schritt um die Methode, das heißt, wie erzeuge ich jetzt diese turbulente Situation? Ne? Das ist auch nochmal spannend. Ne? Was schalte ich eigentlich aus? Ne? Also schalte ich, ne, den Rechner wirklich aus? Gehe ich da hin und mache einen Server aus? Das hat dann auch nochmal andere Konsequenzen, weil wenn ich so einen Server einfach so vom Netz trenne, ne, also dann habe ich gegebenenfalls andere Probleme, wie ja, dass mir eine Festplatte abbraucht oder was auch immer. Oder schalte ich nur im Betriebssystem, also fahre ich das Betriebssystem runter, ne, mit einem Shutdown oder wie mache ich das? Ne? Darf der sich noch melden bei den Prozessen oder muss der die hart killen? Und so weiter und so fort. Das heißt, wie erzeuge ich diese turbulente Situation? Und dann überlege ich mir auch noch, wie ich das System wieder in den Normalzustand zurückführe. Das ist wahrscheinlich der wichtigste und interessanteste Schritt, weil gerade am Anfang möchte man wahrscheinlich, wenn man einmal in einer turbulenten Situation ist, da auch irgendwann wieder rauskommen. Und darüber sollte man sich, glaube ich, sehr gut Gedanken machen, weil man nicht nur gegebenenfalls dann das System wieder anschalten muss, sondern gegebenenfalls auch nochmal prüfen muss, ob man vielleicht die Anwendung nochmal neu starten muss oder wie auch immer. Genau, und dann sieht es irgendwie so aus, also das System bleibt erreichbar, wenn das Datencluster ausfällt. Hier habe ich jetzt mal so ein ganz einfaches Szenario durchgespielt, das kann ganz anders sein. Ne? Also erreichbar habe ich es mal übersetzt mit, mein HTTP-Request hat, also ich hatte eine Response, oder mein Response hat die Response-Time von unter einer Sekunde und hat einen HTTP-Status von 200. Das ist für mich erreichbar. Okay, bleibt erreichbar.
Dann, was muss ich noch beobachten? Ne? Fallen kaskadierend Systeme aus? Wie ist meine MongoDB-Connection wirklich? Funktioniert das Experiment? Also zum Beispiel, ne, ich habe mein Datenbankcluster ausgemacht oder dachte, dass mein Datenbankcluster aus ist, aber vielleicht ist es noch da geblieben. So eine, wann sehe ich, dass die MongoDB-Connection terminiert und so? Das sind so Sachen, die ich vielleicht noch im Experiment beobachten möchte. Damit ich weiß, was funktioniert wirklich oder ist mein Experimentaufbau vielleicht falsch. Vielleicht hat er irgendwo anders ein Replika gerade hochgezogen, ich habe es gar nicht gesehen oder sowas, keine Ahnung. Kann ja auch sein. So, mein Datenbankcluster fällt aus, also Shutdown der MongoDB aller Instanzen oder ne, Change Routing zu MongoDB beispielsweise hier. Das sind zwei Optionen. Und Rollback ist jetzt hier sowas wie, fahre das DB-Cluster wieder hoch, gucke, ob es läuft und gegebenenfalls starte alle Services neu. Wäre jetzt ein Beispiel, um das Ganze zu machen. Wie gesagt, hängt ganz stark davon ab, wie das System aussieht, wie diese Services gestaffelt sind und so weiter und so fort. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie man sowas machen könnte. So, wie machen wir jetzt das Experiment? Jetzt haben wir ja beschrieben, was wir machen wollen. Naja, was wir machen könnten, wäre jetzt, wir haben jetzt irgendwie ein System mit Microservices und sowas alles Mögliche. Das heißt, ich habe hier irgendwie einen Benutzer und der sagt halt, der macht halt einen Health-Check oder sowas gegen das System. Der guckt sich die Response an, die Response-Time und den Response-Code. Dann macht er den Shutdown auf das MongoDB-Cluster und dann macht er das Ganze nochmal. Also am Anfang macht man natürlich den Health-Check einmal, bevor man irgendwas getan hat, um zu gucken, ob der Health-Check so durchgeht. So, ne? Also, wenn mein Steady-State vorher schon quasi nicht, also, nicht da ist, dann brauche ich auch nicht das MongoDB-Cluster runterfahren. Ne? Also wenn ich vorher schon keinen Response unter einer Sekunde kriege und keinen Response-Code von 200, dann brauche ich auch gar nichts an meinem Experiment zu machen. Dann weiß ich, mein System ist eh kaputt oder so. Ne? Und dann macht es auch keinen Sinn, das MongoDB-Cluster runterzufahren, weil dann kriege ich keine neue Information, außer dass es danach wahrscheinlich auch nicht gehen wird. Genau, und nachdem ich das MongoDB-Cluster runtergefahren habe, mache ich das Ganze nochmal. Und dann, nachdem ich das getan habe, mache ich den Rollback und gucke mir das System nochmal an. So, jetzt ist die Frage, kann ich alles per Hand machen? Geht alles wunderbar? Es gibt auch Toolkits, die einen dabei unterstützen. Eine Möglichkeit wäre dieses Chaos Toolkit, was als Open Source zur Verfügung ist. Das würde ich nächste Vorlesung mal kurz vorstellen und dann benutzen als Beispielsystem. Genau. Wie kann man das Ganze irgendwie anfangen? Wie macht man diese Experimente? Also, da gibt es ein schönes Zitat von dem Russ Miles: The absolute worst time to try and learn about the weakness in your socio-technical system is during an incident. Also natürlich ist es dumm zu überlegen, oh, jetzt können wir ja was lernen, wenn gerade alle auf 180 sind, weil gerade das System am Sterben ist. Ja, das ist die schlechteste Zeit zum Lernen. Das heißt, man fängt nicht an, im Chaos noch mehr Chaos zu erzeugen. Man sagt, oh, guck mal, jetzt könnten wir doch ein paar Monitoring-Sachen installieren, ne? Und die Admins sind eh schon am Anschlag. Schlechte Idee, sondern man lässt das Ding durchlaufen und sagt das nächste Mal, okay, vielleicht starten wir jetzt mal ein paar Chaos-Experimente in die Richtung und gucken mal, warum das damals so schiefgegangen ist. So. Man kann aber mit solchen Game Days starten. Ne? So, das ist eine mögliche Form vom Experiment. Das sind dann einfach so Dinge, die man ankündigt gegebenenfalls oder auch nicht. Also man sagt, okay, man hat irgendwie so ein Game Day, den hat man dann irgendwie so einen halben Tag oder einen ganzen Tag, wird er da durchgeführt. Und dann macht man gemeinsam mit einem Team, größeren Team, probiert man das Ganze aus. Ne? Ist auch so ein bisschen so ein spielerischer Ansatz. Genau. Insbesondere dann, wenn so Chaos-Experimente nicht nur um technische Schwachstellen geht, ne, dann ist das natürlich besonders interessant, weil man dann auch neben so automatisierten Tools auch die soziale Interaktion ja beobachten will. Ne? Also was passiert, wenn mein Lead-Developer, der Mann, der alles weiß im System, gerade im Urlaub ist und das System geht mir baden. Was passiert dann? So, ne, das mal eine interessante Frage, haben die übrigens in dem Buch, ist ein schönes Beispiel, haben die ausprobiert, ne?
Der ist irgendwann, den haben sie dann zur Seite genommen und haben gesagt, der ist im Urlaub. So. Und der war aber dabei bei dem Experiment, das wusste nur keiner. Und der hat das Ganze dann beobachtet von außen und hat sich das Ganze angeguckt. Und irgendwann hat er Stopp geschrien und hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal hier einschreiten. Weil die Jungs dann irgendwann so überlastet waren in dieser Game Day-Situation, die haben dann angefangen, Dinge auf P zu ändern, obwohl sie eigentlich auf SI nur üben sollten. Also der Game Day war eigentlich auf in Staging gedacht. Und die sind dann irgendwann auf P gegangen, aus Versehen, weil sie so durcheinander waren. Dann hat er gesagt, nee, jetzt hören wir mal auf mit dem Experiment, weil jetzt wird's teuer. So, also wie gesagt, das ist auch nochmal so ein interessanter Punkt, warum man eigentlich Personen damit betrachten sollte. Genau. Dann gibt es irgendwie so Rollen, die man irgendwie so festlegen. Das eben, was ich eben so als Geschichte erzählt habe, war sowas wie ein Safety-Monitor. Ne? Also man nimmt einen daneben, der guckt das Ganze an und der guckt vielleicht, ob irgendwas hier tierisch gerade in die Binsen geht und irgendwie Stopp rufen darf. Ne? Dann gibt es irgendwie so einen Spielleiter und es gibt ein paar Leute, die das Ganze beobachten, also die nicht aktiv am Experiment teilnehmen. Und es gibt Leute, die einfach ihren Job tun, so Daily Business, aber schon wissen, ist es vielleicht ein Game Day. Es gibt dann so verschiedene Möglichkeiten, das Ganze durchzuspielen. Also man kann natürlich auch niemanden Informationen vorher dazu geben. Ne? Also man macht das einfach im laufenden Betrieb und guckt mal, was passiert. Das ist so, wie gesagt, diese Variante, ich drücke mal hier einen Feueralarm und auf einmal stehen hier Leute im Flur rum, die rennen nicht raus, aber die gucken, wie schnell die Leute wirklich rausrennen. Und wenn ich so ein bisschen hart machen will, dann mache ich vielleicht auch nochmal so eine Rauchbombe irgendwo im Flur oder sowas und gucke, was da passiert, wenn die Leute wirklich Rauch sehen. So, das könnten so Sachen sein, die Leute dann vielleicht, genau. Und dann ist die Frage, sage ich denen vorher Bescheid, dass da irgendwas passiert, oder sage ich ihnen nicht Bescheid und gucke, was dann passiert, ne? Genau. Gibt so verschiedene Modis. Dungeon and Dragons ist eins, ne? Also man sieht nicht genau, wo man hingeht, aber man weiß, dass man geht, irgendwie so. Also so ein bisschen verschiedene Spielmodis, die man dann so durchmachen kann, ne? Am Anfang würde man wahrscheinlich erstmal, wie gesagt, in einer Staging-Umgebung arbeiten. Dann legt man irgendwie Ort und Zeitraum fest und man holt sich die Zustimmung insbesondere von der Geschäftsleitung ein. Sonst gibt das Ganze gegebenenfalls noch mehr Schwierigkeiten. Also man braucht natürlich irgendwie die Zustimmung, dass man das irgendwie alles machen kann. Genau. Die technische Auswertung von dem Gesamten hängt dann so ein bisschen davon ab, ne? Also wenn man, je nachdem, was man für ein Experiment durchgeführt hat, guckt man sich entweder die Logs an, analysiert die. Wenn man das Ganze als soziotechnisches Ding gemacht hat, also vielleicht in so einem Game Day, dann macht man vielleicht eine Retrospektive. Ne? Dann spricht man mal mit den Leuten, wie habt ihr euch da gefühlt? Ne? Was liefen da gut, was liefen da schlecht? Was müssen wir das nächste Mal besser machen? Was haben wir eigentlich gelernt? Ne? Was haben wir vielleicht auch von unserem System gelernt? Oder was hat irgendwie zum Verständnis beigetragen? Ja? Genau. Musste vielleicht irgendjemanden, der eigentlich mit dem Experiment nichts zu tun hatte, auf einmal eingebunden werden. Also war uns gar nicht klar, dass die Personalabteilung auf einmal angerufen wird wegen irgendeiner Frage oder sowas oder was auch immer. Oder die Abteilung, die Auslieferung macht, sind irgendwelche Probleme oder Fehler aufgetreten. Und welche Teile des Experiments hatten sich komplett anders entwickelt als erwartet. Und ja, vielleicht auch, was machen wir jetzt als nächstes für ein Experiment? Also haben wir jetzt vielleicht irgendwie was gelernt, müssen was reparieren, aber das nächste Mal probieren wir den Teil nochmal irgendwie anders aus. Genau. Genau. Das so ein bisschen als Idee, wie man das Ganze auswerten kann. Und dann, klar, ne, das machen ja Softwaretechniker total gerne, jetzt das Ganze auch nochmal wiederholbar zu machen, automatisieren, um Änderungen über die Zeit mitzubekommen. Das geht natürlich dann bei Experimenten, wenn es im Wesentlichen Infrastruktur, Software und so weiter betrifft. Wenn man Menschen mit in the loop hat, dann ist so Automatisieren manchmal ein bisschen schwieriger. Da kann man natürlich sich trotzdem so ein paar Dinge bauen, die in dem Kontext dann auch nochmal was machen. Also Chaos Monkey hat ja auch zu Änderungen der Leute geführt. Also der Stress ist sicherlich dann irgendwann abgenommen, wenn der Chaos Monkey mal wieder irgendwas zerstört hat. Und die Leute haben dann ja auch gelernt. Aber das so ein bisschen als Idee. Ne? Und genau, da gibt es verschiedene Toolkits. Es gibt dieses Chaos Toolkit, womit wir das nächste Mal so ein bisschen rumprobieren werden, weil das ein bisschen generischer ist. Es gibt diese Chaos Monkeys, die für ganz spezielle Zwecke gebaut worden sind, also um diese Infrastrukturen
relativ, also entweder randommäßig oder zu bestimmten Zeitpunkten. Ich glaube, der große Chaos Kong oder wie der hieß, der wird nicht randommäßig auf die Infrastruktur geschickt, sondern das machen die sehr gezielt. Aber sie machen es. Und genau, CI/CD-Umgebung kann natürlich unterstützen und nicht alles ist vollständig automatisierbar. Das war der theoretische Teil zu Case Engineering. Wir fassen nochmal zusammen. Case Engineering ist eine Methode zum Erkenntnisgewinn über die Schwachstellen im System, um diesen zu steigern. Also wir wollen einen Erkenntnisgewinn generieren und dabei eher in so einem wissenschaftlichen Vorgehen mit Hypothesen und Experimenten und der Auswertung neues Wissen generieren und nicht irgendwie einfach Anforderungen abhaken und Assertions durchtesten. Und das Ergebnis ist aber nachher, dass das System natürlich resilienter ist. Also genauso wie wir gesagt haben, bei diesem Chaos Monkey, die haben ja nicht gesagt, wir scheißen jetzt Amazon so lange an, bis die das Problem mit ihren VMs in den Griff kriegen, sondern die haben einfach gesagt, nee, wir machen das Gleiche, was Amazon macht, nur noch viel, viel öfter. Und wir sehen dazu, dass wir mit den Fehlern umgehen können. Ne? Also nicht Fehler vermeiden, ne? Sondern Fehler mit Fehlern leben und umgehen können. So, ne? Ein System resilienter machen. Und der Fokus ist dabei halt nicht nur das Software-System, sondern das Gesamtsystem, bestehend aus Personen, Praktiken, Prozessen, Plattformen, Infrastruktur und Anwendung. Gut, das war's soweit. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr habt den Spaß mit mir das nächste Mal auch noch. Da werden wir das Ganze mal ausprobieren, das Ganze mal durch-Xen für die Infrastruktur hier. Genau. Zwei Sätze noch. Ich mache das Ganze, weil es mir Spaß macht, aber auch, weil wir natürlich im Kontext immer wieder junge, engagierte Personen suchen, die Interesse haben, im Kontext Energie, Softwaretechnik zu betreiben. Das heißt, wenn jemand spannende Themen sucht, ob Bachelor-Masterarbeit oder nachher im Job, sprecht mich gerne an. E-Mail, Kontaktdaten, alles Mögliche sind hier verzeichnet. Den Rest schafft ihr selber. Und damit wäre ich heute am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen da sind, bin ich gerne bereit. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin. Top. Alles gut. Dann gerne noch mit Fragen bombardieren. Im Nachgang gerne auch noch, wenn irgendwelche Sachen nicht klarer gewesen sind. Und ja, damit wäre ich am Ende. Sind Fragen da? Alle Klarheiten beseitigt. Sehr gut. Gut, wunderbar. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann auch wieder am Dienstag. Sorry für die Verschiebung. War nicht anders möglich diesmal. Aber ich denke mal, hat geklappt. Und der Rest von euch wird sicherlich dann die Aufzeichnung sehen.